Mindestens 2 Jahre wollen Sie im Reisemobil unterwegs sein. Steffi und Matthias, ja, Sie haben das Große gewagt, sind jetzt hier auf der Adventure Southside mit einem Ausstellungsstück von Alustar, der erste Prototyp. Aber ihr könnt sagen, der kann so in Serie gehen, Steffi, oder? Definitiv. Wir leben jetzt seit 3 Monaten dauerhaft da drin und wir sind sehr, sehr zufrieden. Ja, wir haben ein extra Video gemacht, da haben wir eine Roomtour gemacht. Die empfehle ich, die werde ich auch nochmal quer verlinken. Das Fahrzeug hat nämlich eine Besonderheit, es hat einen sehr großen Raum. Man kann sich richtig drin bewegen, es hat die größte Küche in einem Kastenwagen aller Zeiten, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja wichtig halt, ne? Dass man halt wirklich jetzt das, was man täglich macht, morgens, mittags und abends, sich was zu essen richten und dementsprechend sehr, sehr zufrieden, ja. Habt ihr noch eine Wohnung? Nein, wir haben tatsächlich jetzt alles aufgegeben. Alles verkauft, seid jetzt hier drin. Ja. Ich sag mal, das Fahrzeug ist ja wintertauglich. Du hast oben eine Heizung drin, du hast alles drum und dran. Bist du eher so ein Wintertyp oder eher so Portugal? Ich bin tatsächlich schon der Wintertyp. Zu heiß soll es jetzt nicht werden, deswegen, ich bin eine Frostbeule, ganz ehrlich. Du bist eine Frostbeule. Ich bin eine Frostbeule, ja. Deswegen brauche ich die Heizung. Ja. Okay. Aber zu heiß soll es auch nicht werden. Ihr lebt auf kleinstem Raum jetzt. Ihr habt euch das gut überlegt? Ja, auf jeden Fall. Und wie lange? Wir wollen ja 2 Jahre unterwegs sein und sind jetzt seit 3 Monaten unterwegs und bis jetzt funktioniert das sehr gut. Wie sind denn die Reaktionen auf diesen Ausbau, der hier steht? Sehr positiv. Also die meisten sind sehr überzeugt davon, denen gefällt das Konzept. Also was mir aufgefallen ist, du bist da oben drin, es ist so gut gedämmt, sowohl Isolation, Schallwerte. Er hat mich oben nicht verstanden, als ich unten gesprochen habe. Habt ihr das gemerkt? Oben kann einer schlafen, unten nochmal Fernsehen gucken, das geht. Ja, das funktioniert auch. Also wenn mein Mann jetzt beispielsweise unten in der Küche ist und er spricht mit mir, wenn ich oben bin, dann muss ich tatsächlich durch die Luke durch und sagen, was hast du gerade gesagt? Also es ist tatsächlich 2 getrennte Räume, ja. Ja, dann habt ihr eine große Couch wie zu Hause. Mhm. Fernseher habt ihr keinen, braucht ihr natürlich nicht, oder? Nein, braucht man nicht tatsächlich. Ein großes Fenster, das ist dann Netflix oder wie? Nee, das ist tatsächlich gar nicht mal notwendig, sondern halt die Schiebetür auf. Und nee, das meine ich, die Schiebetür ist dann Netflix. Genau, ja, so ist es richtig, okay. Genau. Ihr wart jetzt wo in 3 Monaten? Also wir waren jetzt 2 Monate Italien, Tschechien, ein bisschen Liechtenstein und Schweiz haben wir für sehr erpreist. Das Fahrzeug ist ja unauffällig, man kann damit auch einkaufen fahren, du hast keinen riesen Haufen, den du nirgendwo hinkriegst. Guck mal gerade so dahinter, damit fällt es ja viel mehr auf. Wie sind so die Reaktionen? Ich stehe ja meistens frei, oder? Genau, tatsächlich halt so. Oder halt bei Bedarf auch mal auf dem Campingplatz, wo es nicht erlaubt ist. Als wir in Italien waren, der Iveco war der Held halt. Ne? Auch auf der Autobahn Daumen hoch überholen. Also es ist tatsächlich, ja. Habt ihr genug Platz? Definitiv, ja. Habt ihr einen Hund? Nein, haben wir nicht. So, ihr habt keinen Hund, keine Kinder? Genau. So, das ist natürlich eine gute Voraussetzung. Ja, ich habe einen kleinen Sohn, 10, da wäre es schon schwierig. 3 Hunde. Ja. Das wird aber, ich sag mal, ihr seid denn los? Ihr kommt woher? Aus welchem? Aus Weil am Rhein. Weil am Rhein? Ja. Das ist in der Nähe von Basel? Das ist Basel, genau. Basel, genau. Ja, ja, ja. So, das ist da. So, dann habt ihr das in Auftrag gegeben. Wie habt ihr euch denn gefunden, den Hersteller und euch? Tatsächlich war es halt einfach so, wir haben uns einfach beschlossen, über Messenheit einfach zu sagen, dass wir irgendwann mal gerne reisen wollen, haben uns orientiert und haben was in der Nähe gesucht und sind da auf die Firma Alustar gefunden, weil die nur eine Stunde von uns entfernt ist, sodass wir auch immer wieder mal vorbeikommen, Kunden und schauen, wie das Fahrzeug geht. Mhm. So, da oben ist ja die Konstruktion. Ich war am Anfang ein bisschen vorsichtig, weil erst die erste Seite runtergeht. Das sieht so aus, als würde es nicht gut funktionieren, aber das ist so extra geplant. Genau, das soll so sein und es funktioniert. Eben, wir fahren das jeden Tag hoch und runter, wenn wir weiterfahren und das funktioniert einwandfrei. Ja, man muss nur gucken, dass unten natürlich alles ein bisschen unten ist. Man kann die Bettdecken liegen lassen? Ja, genau. Bettwäsche bleibt auch oben und alles andere, was ich jetzt in dem Zwischenraum auch habe, kann auch oben bleiben. Ich muss es nur plan kriegen auf die Fläche. Genau. Ihr habt da oben Tellern drin, ihr habt eine Folie, was ist da drin, irgend so ein System, so ein Tellersystem. Dann habt ihr eine tolle Matratze drin. Wie schläft sich denn da oben? Super, weil wir halt wirklich halt einfach tatsächlich eine gute Matratze haben und auch gute Federn, die dann runter sind. Durchlüften geht? Ja. Okay. Ja, alles gut. Man fühlt sich da oben schon ziemlich sicher, oder? Ja, 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 auf jeden Fall. Doch, doch, das ist schon mal ein Faktor, ja. Wenn du zumachst, ist leise? Ja. Könnte man da unten schlafen, theoretisch? Nein, das funktioniert nicht. Genau. Also unten die Couch, wenn es da ist. Jetzt ist ja, du hast einen absenkbaren Tisch, das ist klasse. Wenn du auf der Couch sitzt, kannst du die Beine lang machen? Genau, dafür ist es gedacht, einfach als Lounge, aber halt jetzt nicht mal als Notbett oder sowas. Also da müsstest du halt tatsächlich vielleicht für eine halbe Stunde oder sowas halt Mittagsschläfchen, aber halt jetzt für eine ganze Nacht würde es jetzt, glaube ich, nicht funktionieren. Arbeitet ihr auch jetzt im Fahrzeug? Nein, wir sind tatsächlich Urlaub. Urlaub, genau. Habt ihr viel gespart dafür? Ja. Das haben wir tatsächlich gemacht, genau. Darf ich noch fragen, ungefähr wie alt du bist? Ich bin 42. 42. Mhm. Und dein Mann? Auch. Beide 42? Beide 42. Ihr seid schon wie lange zusammen? Wir sind jetzt 16 Jahre schon. 16 Jahre. Das heißt, ihr habt euch jung kennengelernt. Mhm. So ist das, seid beide zusammen. Ja. Und ist das eine Beziehungsprobe, Tag und Nacht auf einem Raum? Nee, tatsächlich halt irgendwie, wir waren vorher schon campend unterwegs. Wir wissen, was es heißt, auf engen Raum halt einfach zusammenzulegen. Also da war der Gedanke schon klar, das muss man auch ein bisschen vorher planen. Ja, das passt.
Was war denn so ein Moment, wo du sagst, jetzt wünsche ich mir noch mal zu Hause zurück? Gab's eigentlich gar nicht. Gab's gar nicht? Nein. Die Dusche ist genial gelöst. Ihr duscht jeden Tag? Nee, nicht jeden Tag, aber ach, so jeden zweiten Jahr. Ihr habt ein riesen Tankvolumen drin, 150 ja. Liter, das ist im Kastenwagen doch sehr ungewöhnlich ja. viel. Ja. Abwasser, wie viel habt ihr? 90 Liter Abwassertank dabei. Genau. Es gäbe den auch noch länger, aber die Länge ist optimal. Oder? Also für uns zwei auf jeden Fall. Das Ding ist hochgradig geländegängig. Ja. Du hast auch einen C1E? Du hast den Führerschein gemacht dafür? Ich habe tatsächlich noch den alten Führerschein, der es mir erlaubt hat, aber auch mit dem Fahrzeug zu fahren und auch er. Das war die Koppel. So, das heißt, wir haben ein 7,5 Tonnen Fahrzeug. Demnächst soll es ja 4,25 Tonnen geben, aber auch das würde nicht lang. Ja. Zuladung habt ihr üppig, oder? Wir haben tatsächlich jetzt eine Tonne Zuladung. Fahrzeug ist jetzt vor 5,5 Tonnen zugelassen. Das passt, ja. So, dann über den Allrad brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu sprechen. Das ist einer der besten Allradantriebe der Welt, denn du hast drei komplette Sperren. Wenn ihr mal kurz mitkommt, bitte. Da bist du da. Das ist das Raumkonzept, wenn es hinten geöffnet ist. Du hast noch Platz für deine Sportsachen, Wanderstöcke? Ja, alles dabei. So, hier sind Wanderstöcke mit drin. Oben ist das Dach, wenn es einklappt. Ich verweise auch bitte auf das Video von der Roomtour, was wir gemacht haben. Das ist phänomenal. Und was war denn so jetzt das Schönste, was ihr erlebt habt jetzt bis jetzt von der Gegend her? Also wir waren tatsächlich sehr begeistert von den Bergen in der Schweiz rund um Maiola. Das hat uns richtig erstmal wieder geflasht. Italienische Schweiz, oder? Nee, das ist tatsächlich noch Schweiz. Also es ist richtig Schweiz, genau. Ja. So, ihr wart ja, die Schweizer stehen ja alle frei, das ist ja da erlaubt. Man sollte den Bauern fragen, glaube ich, wenn man ja. irgendwo steht. Habt ihr gemacht denn? Also wir hatten tatsächlich einen Campingplatz uns ausgesucht, auf dem wir eigentlich einen Tag bleiben wollten. Am Ende sind es 4 Nächte geworden. 4 Nächte, war das teuer, Campingplatz? Für Schweizer Verhältnisse glaube ich schon, aber es ist okay. Ja, Nebensaison machbar. Was muss man denn ungefähr einplanen pro Jahr, wenn man, ich sag mal, abgesehen vom Auto, was man dann kauft, ja, weil das ist ja auch nicht ganz billig. Mhm. Ich habe gesehen, eine 250.000 ist ja. man dann schon mal los, aber das behält ja auch ein bisschen seinen Wert, oder? Ja, auf jeden Fall. Der Wiederverkaufswert ist ja definitiv da, also von dem her. Aber ihr habt gar nicht vor, den zu verkaufen, ne? Nö, eigentlich nicht. Also wir wollen schon reisen damit und auch vielleicht auch noch länger, ja. Einbruchschutz habt ihr reingemacht? Ja, Warnanlage? Ja, also nee, wir haben nur die zusätzlichen Schlösser von außen dran okay. gemacht, aber mehr nicht. Okay, das heißt, ihr vertraut, habt Kopfvertrauen, wenn ihr einzeln steht. Wenn ihr mal so unterwegs seid, steht frei, hast du dann manchmal Angst ums Auto, oder? Nee, tatsächlich gar nicht. Also die Bedenken haben sich nach den ersten 2-3 Nächten dann schon sozusagen so erledigt. Ich fühle mich einfach sicher und wohl, ja. So, dann habt ihr gesagt, wir verkaufen. Habt ihr ein Haus gehabt, eine Wohnung? Oder? Eine Wohnung hatten wir tatsächlich. Eigentumswohnung? Ja. Die habt ihr verkauft? Die haben wir jetzt sozusagen einfach mal untervermietet. Genau, und dann schauen wir mal. Okay, das heißt, das Geld im Moment ist billig oder habt ihr es bar bezahlt, das Auto? Nein, ja. Wir haben gespart und wir konnten sozusagen halt einfach tatsächlich einfach. Nein, ich frag deswegen, ja. also ihr habt in der Schweiz gearbeitet? Oder dann? Genau, er hat in der Schweiz gearbeitet, ich in Deutschland, ja. Okay. Weil Leute fragen sich nämlich mit 42, wie geht das? Ja, ja. Wie kriege ich das Geld zusammen? Wie ist das? Ja. Und so weiter und so fort. Aber ja. das geht, wenn man eisern spart. Oder? Richtig, eisern sparen und dann einfach so ein Langfristziel halt einfach auch tatsächlich hat. Okay. Und das war bei uns halt der Gedanke, ja. Habt ihr einen Plan? Ein Plan? Ja, irgendwie ein Plan für die Zukunft, wo ihr hin wollt. Also wir reisen durch Europa und nach der Messe geht es auf den Balkan. Auf den Balkan? Auf den Balkan. Wohin? Balkan ist ja... Alles, was möglich ist. Wir wollen Montenegro, Serbien, Bosnien und dann überwintern in Türkei, Griechenland. Das schauen wir einfach, wo es uns hintreibt und wo es uns gefällt. Hast du schon mal nachgeschaut, wie die Temperaturen sind in Griechenland? Es war irgendwie angenehme Temperaturen. Also Frostbeule. Jetzt Frostbeule, aber es ist nicht Minusgrade. Das ist okay. Okay, das heißt, ihr lebt jetzt da fest drin. Wie lange könntet ihr denn leben mit dem, was ihr habt? Zwei Jahre. Wir jetzt sozusagen. Okay. Genau. Ja. Und dann könnte man ja noch aus dem Auto arbeiten, theoretisch so halbtags. Aber hast du einen Job, bei dem das geht? Nein, ich bin aus dem Handel, das ist tatsächlich nicht möglich. Und das war auch eigentlich der Gedanke, dass wir es nicht machen wollen. Und dein Mann, was macht der? Der kommt aus dem Baubereich. Aus dem was? Bau? Baubereich. Du bist ein Handwerker? Ja. Echt? Ja. Was für ein Handwerker bist du? Maurer. Du bist Maurer? Genau. Da hast du einen geilen Mann, muss ja, man sagen. Ja. Also Maurer können ja alles, oder? So ungefähr, aber das Auto können wir nicht ausbauen, deswegen Firma Alus da. Okay. Die wissen das, die sind kompetent. Jetzt haben wir hier der Grundriss. Habt ihr euch ja eingebracht? Nein. Also ich habe mal nur überlegt, was ich gerne für eine Decke haben wollte, aber dann hat die Firma entschieden, ist machbar oder ist nicht machbar und in dem Fall hat es geklappt mit der Bambusdecke, ja. So, klär mich mal auf, ihr habt eine Außendusche, hier ist die Dusche mit drin. Wie funktioniert denn das, wenn ihr hier duscht? Habt ihr noch einen Vorhang, oder? Nee, tatsächlich ist es die Schiebetür, die sich, die Falltür, die wir einfach öffnen und dann haben wir hier den Duschlauch, den wir anhängen und dann ist auch
drin und raus möglich. Bisher haben wir halt einfach nur drinnen geduscht. Die Türen sind geschlossen. Genau, wenn du jetzt hier zumachst, wo geht denn das hin, das Wasser? Wenn das zum Beispiel gegen die Tür spritzt, dann geht das doch hier in den Pfalz rein, oder? Genau, also es läuft einfach, die Duschwanne ist abgeschlossen, da sammelt alles sich im Abwassertank und ansonsten ein bisschen Spritzwasser läuft dann halt einfach sozusagen im Türbereich heraus. So what? Also das ist ja auch, wenn es regnen würde oder so. Genau, genau. Es ist nichts Auffälliges sozusagen. Okay. Das ist schon eine geniale Konstruktion, also muss man sagen. Viele Dinge sind sehr einfach gelöst, wie zum Beispiel die Sperre von der Dusche. Das ist einfach nur so ein Schieberegler. Bitte schaut euch das andere Video an, da zeigen wir das komplett. Die Ausführung, fängt es an zu klappern hier drin? Nein, gar nicht. Ist ordentlich gemacht. Wir haben ordentlich gepackt, so scheint's, und das Fahrzeug ist auch so stabil, das ist einfach alles, ja. Selbst mein Geschirr klappert nicht. Ihr habt eine ganz coole, ihr habt eine Mastervolt drin, das ist phänomenal. Also gerade im Kastenwagenbereich ist oft Victron drin oder irgendwas Einfaches. Aber die Technik, die hier drin ist, echte Haustechnik, oder? Ja, genau, das ist es halt einfach auch. Ja, bedingt vielleicht auch den Preis halt einfach ein bisschen in dem Moment. Ja, aber ganz ehrlich, allein das Basisfahrzeug kostet fast 100. Ja. Also wenn man da richtig rechnet, bleibt für den Ausbau nicht mehr so viel Geld, genau. Also, oder? Ja, so ist es tatsächlich, das stimmt, ja. Du hast einen Backofen? Ich habe einen Backofen, den habe ich mir gewünscht, verzichte dafür auf Stauraum, aber tatsächlich der Mehrwert war einfach größer mit dem Backofen. Ist das Gas oder Strom, der Backofen? Alles Strom. Wir haben nur elektrisch, wir haben kein Gas an Bord. Okay, wie viel Strom habt ihr an Bord? Also wir haben 400 Ampere und 600 kW auf dem Dach. Okay, das heißt, du kannst 400 Ampere-Stunden, das sind bei 12 Volt 4 kW eine Stunde könntest du machen. Deswegen kannst du auch backen, aber nicht so lange. Richtig, genau. Also es gibt dann Grenzen halt irgendwann, aber wir haben noch den Ladebooster dabei. Das heißt, wenn wir wieder fahren oder auch die Solar. Wird's voll. Wie viel Solar habt ihr noch? Wir haben 600 kW. Dabei. 600 Watt? Ja, 600 Watt. Mhm. 600 kW, das wäre geil. Ja. Nein, alles gut. Ja. Okay, das heißt, bei 600 Watt könnte es sogar sein, dass hier drin noch ein bisschen Leistung da ist, wenn die Sonne scheint? Ja. Toll. Also ich habe so einen Grundriss noch nie im Leben gesehen. Was das Geniale ist, wie sind die Reaktionen, wenn ihr mal am Platz steht? Wir sind tatsächlich eigentlich immer nur positiv empfangen. Viele schleichen ums Fahrzeug herum, gucken sich das an und dann einfach ansprechen und sagen Hallo und dann kann man sich einfach ein bisschen drüber unterhalten, ja. So, ein paar Fragen. Seid ihr Montenegro, Krankenversicherung, wie habt ihr das gelöst? Wir haben eine Langfrist-Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. War das schwer zu finden? Nee, tatsächlich haben wir uns einfach ein bisschen im Internet informiert bei anderen, die halt einfach auch reisen und sind dann halt relativ schnell auf die Versicherung gekommen und haben uns da erkundigt. Genau, das passt. Wohnsitz? Der ist tatsächlich jetzt nicht vorhanden. Wir haben sozusagen einfach das erstmal Okay, das heißt, bei dir steht es im Ausweis kein Wohnsitz im Inland? Genau. Bei den neuen Personalausweisen, wohnen in Frankreich, steht die französische Meldeadresse jetzt schon drin. Okay. Hast du gesehen? Ja, nee, lustig. Hab ich noch nicht gesehen. Das heißt, ihr habt euch abgemeldet, haben die blöd gefragt? Nö. Das war alles relativ unkompliziert. Ja. Genau, ja. Weil die wollen ja immer so wissen, was ist das nächste Land, wo sie hingehen und so. Was hast du gesagt? Also wir waren jetzt tatsächlich, weil wir halt in der Süden wohnen, sind wir halt in die Schweiz gereist und von daher war das ab. Okay, das heißt, ab der Schweiz nicht mehr gesehen. Genau. Jetzt habt ihr ja mal so Post, das Finanzamt könnt ihr ja mal schreiben. Ja, wo geht das hin? Das geht zu den Schwiegereltern tatsächlich. Okay, das heißt also, da ist auch jemand, der kann euch Bescheid sagen. Genau, die scannen das dann für euch? Oder wie? Ja, genau. Ja. Scannen aber so. Es klingt so einfach, wie das Ganze da ist. Ansonsten habt ihr ein Bankkonto, das ist alles so geblieben, wie es war. Ja. Ich nehme an, das Bitcoin-Wallet habt ihr euch irgendwo? Das haben wir jetzt nicht tatsächlich. Wir versuchen es halt sozusagen ohne. Ja. Okay, es fährt sich wie ein PKW eigentlich? Ja. Okay. Hat die Wanderautomatik drin, Klimaanlage. Also ich bin ganz, ganz beeindruckt, ja. Der Stoff, wie ist denn so die Lebensqualität, die Kultur, wenn der Raum zu ist? Also ist ich finde es tatsächlich sehr, sehr angenehm, halt einfach dadurch, dass dieser Filz halt einfach auch ein schönes Raumklima auch schafft halt einfach. Ne? Also es ist vom Bambus angefangen, vom Echtholzboden, also es ist einfach, ja, stimmig. Okay, so auf kleinsten Raum. Habt ihr Langeweile schon mal? Nee, definitiv nicht. Fahrräder habt ihr keine dabei? Nee, wir sind mehr die Wanderer. Okay. Ja. Zu Fuß dann irgendwie unterwegs. Wie sieht der Tag so aus? Wann steht ihr morgens auf? Oh, meistens so zwischen 7 und 8 Uhr. Okay. Gemütlich frühstücken. Okay. Ja, und dann haben wir uns hoffentlich eine schöne Tour überlegt und gehen entweder wandern oder schauen uns irgendwelche Sehenswürdigkeiten an. So, das heißt, ihr macht da Städtetouren, das geht ja damit auch? Ja, klar. Also wir haben bisher immer einen Platz in der Stadt gefunden zum Parken. Das war so noch nie ein Problem. Was ist hier die Fahrzeughöhe bei dem? 3,30 Meter hat er. 3,30. Also du hast schon eine gewisse Höhe. Ja. Parkhaus geht nicht mehr? Nein. Okay. Ihr wart nie so die Fernreisetypen, oder? Das schon, aber wir waren eigentlich bisher immer in Europa unterwegs und haben dabei festgestellt, der Urlaub ist halt begrenzt, dass man dann einfach sagt, ich möchte gerne ein bisschen länger irgendwo bleiben und dann nicht gleich wieder weg müssen. Ja. So easy bei euch. Ich habe gar nicht so viele Fragen, weil alles ist geklärt. Die Krankenversicherung ist da. Bank, kannst du zum Bankautomaten gehen. Ja.
ich sag mal, ihr habt keine Angst vor irgendwas, auch wenn ihr da oben schlaft. War das nicht am Anfang so, dass jedes Geräusch hatte ich am Anfang ein bisschen auf? Nee. Nee, also tatsächlich ist es so, der Gedanke, einfach alles aufzugeben, war über 2 Jahre. Also es war jetzt nicht von jetzt auf heute, ich mache das gleich, sondern wir hatten lange Zeit reinzukommen, bis die Entscheidung am Ende gefallen ist und haben dann vielleicht auch nochmal ein Jahr gebraucht, um uns darauf vorzubereiten. Ja. So, ich brauche noch ein Startbild, kommt mal mit, dann, dass wir das Ganze zeigen. Also du würdest die Firma bedenkenlos empfehlen, die das gebaut hat? Ja. Ansonsten wärt ihr ja nicht hier, oder? Genau, also wir sind tatsächlich einfach wirklich zufrieden, es ist sympathisch, auch wenn unterwegs nochmal irgendwas ist, weil wir einfach nicht wissen, wo jetzt vielleicht noch was verbaut ist. Wir können jederzeit halt einfach eine Mail schreiben, anrufen und werden sofort halt einfach... So, mach mir mal einen Gefallen, stell dich mal kurz hier vorne hin. Du hast das Glück, du bist sogar noch einen Ticken größer als der Mann, ja, mal schauen. Da sind sie und wenn du sie mal gerade in den Arm nimmst, sei mal so lieb und du vielleicht auch mal so tust, als ob ich ihn lieb hätte. Soll ich jetzt noch irgendwie so? Genau, nee, Quatsch, brauchst du nicht. Ich habe mein Bild. Vielen Dank, Abenteuer Allrad. Vorname nochmal? Steffi. Steffi und? Matthias. Matthias. Ich wünsche euch viel Erfolg. Habt ihr einen Blog oder irgendwas? Nein. Nee. Nein. Habt ihr keinen Bock drauf, oder? Dass jeder also, weiß? Ich schreibe einen Blog, der ist aber passwortgeschützt für Familie und Freunde. Okay, damit die wissen, wo ihr gerade seid. Ja. Ansonsten, was ist im Moment, ist es WhatsApp-Video oder was macht ihr? Nee, also wir machen einfach tatsächlich nur den Reiseblog, ab und zu machen wir halt auch. Nein, aber wenn jetzt mal irgendwie zum Beispiel Mama, Papa, ihr nicht mehr anruft oder so. Ja, WhatsApp ist tatsächlich schon noch das WhatsApp, Medium. Und, ja. Okay, ja, toll. Ja. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.